Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly away. Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Im heutigen Video geht es um die Praktikumsklausur aus der vegetativen Physiologie, die ich leider in meinem letzten Semester-Update nicht angesprochen habe, weil ich sie nicht bestanden hatte und ich ungern über Prüfungen spreche und darüber, wie ich drauf gelernt habe, wenn der Weg, wie ich mich vorbereitet habe, eindeutig falsch war. Deshalb kommt das Video jetzt. Ich hatte in einem der letzten Vlogs, glaube ich, gefragt, ob du das sehen möchtest und die Antwort war ja doch ziemlich eindeutig. Falls du neu auf dem Kanal bist und das erste Video ist, was du siehst, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Kanal abonnierst und ich werde dir das angesprochene Semester-Update aus dem vierten Semester Zahnmedizin sehr gerne im i verlinken. Thema Praktikumsklausur, bei uns ist das so, also das ist jetzt das Problem mit diesem Video ist jetzt, dass ich gar nicht weiß, ob das so vielen von euch was bringt, weil an jeder Uni das ein bisschen anders gehandhabt wird. Bei uns ist es so, dass wir Zahnmediziner eine Praktikumsklausur schreiben und die Humanmediziner hatten jeden Montag regelmäßig Testate. Und wenn sie in den Testaten genug Punkte gesammelt haben, mussten sie die Seminarklausur nicht schreiben, die wir Zahnmediziner sowieso nicht schreiben mussten. Wir hatten auch kein Seminar für Physiologie und zusätzlich die Praktikumsklausur. Und wir Zahnis eben nur die Praktikumsklausur. So, und da bin ich durchgefallen um einen Punkt. Und das war eben die allerletzte Klausur vom Semester. Da war ich schon ziemlich durch nach Biochemie und so weiter. Ich würde persönlich sagen, oder meine persönliche Empfindung ist, dass Biochemie und Physiologie so die zwei Knackpunktfächer der Vorklinik sind, wo die Klausuren wirklich extrem anspruchsvoll sind. Für Biochemie habe ich bisher kein perfektes Rezept gefunden. Da mache ich tatsächlich sehr, sehr viel, indem ich mich mit Freunden treffe und das durchspreche und dann davon profitiere, dass halt jeder so ein bisschen was anderes gut versteht und gut anwenden kann. In Physiologie habe ich jetzt beim zweiten Versuch wirklich das Gefühl gehabt, auch als ich in der Klausur saß, hey, okay, das wird jetzt hoffentlich gut laufen. Ich werde dir sehr gerne meine Formelsammlung hochladen, in einen Drive-Ordner stellen. Da steht nichts drauf, was niemand wissen darf. Das sind allgemeine Formeln. Alle anderen Materialien und so weiter, da hoffe ich, dass Verständnis da ist, dass ich davon nichts veröffentlichen kann und darf. Deshalb werde ich mich da zurückhalten. Aber ich glaube auch, dass die Formelsammlung schon sehr hilfreich sein kann. Kann sein, dass da der ein oder andere Fehler drin ist, also setze ich einfach damit auseinander und gucke, nicht einfach stur hineinlernen. Aber ich habe die Formeln angewendet, sie haben für mich gut funktioniert. Und ja, ich habe dadurch die Klausur bestanden, würde ich behaupten. Weil beim ersten Mal habe ich keine Formelsammlung gehabt und hatte nur so ein bisschen die Formeln aus dem Praktikum wiederholt. Kommen wir zuerst mal zu meinen Materialien, die ich verwendet habe. Ich bekomme öfters mal fragen, ob ich nicht zeigen kann, mit was ich immer lerne. Und das erste, was ich für die Wiederholungsklausur erst verwendet habe, weil ich den Tipp von einer Kommilitonin bekommen hatte, die es bestanden hat, sind die Endspurtskripte. Da wäre ich vorher nicht drauf gekommen. Endspurt verbinde ich eigentlich nur mit dem Physikum, aber ich fand die sehr, sehr gut für diese Klausur. Ich habe die nicht auswendig gelernt. In Physiologie habe ich bei der ersten Klausur gemerkt, geht es herzlich wenig darum, dass du etwas auswendig kannst. Du musst sehr, sehr viel verstehen und ein sehr gutes Grundverständnis vom menschlichen Körper haben, damit du diese Multiple-Choice-Fragen richtig beantworten kannst. Das sind eigentlich nie Verständnisfragen gewesen, sondern immer so Sachen, wo dann ein Wort geändert wurde und du überlegen musstest, wie war das jetzt? Macht das Sinn, was da gerade steht, oder kann ich die Aussage streichen? Und dafür fand ich das super gut. Die Endspurt-Skripte sind didaktisch sehr gut aufgebaut, finde ich. Es ist und bleibt aber trotzdem halt noch weniger als ein Kurzlehrbuch. Also es eignet sich in meinen Augen gut, um etwas nochmal zu wiederholen. Da sind so die wichtigsten Fakten, würde ich sagen, zusammengefasst und auch, wie gesagt, didaktisch gut aufbereitet. Man kann es gut runterlesen und hat das Gefühl, man versteht das besser. Was bei mir notwendig war, weil ich habe unter dem Semester ganz, ganz wenig für Physiologie gemacht. Einfach weil Biochemie und Histologie und ja alles Mögliche nebenher war. Das hier ist wie gesagt eine Empfehlung. Ja, aber man muss halt wissen, ob man selber mit sowas klarkommt. Es gibt auch viele Leute, die lieber ein dickes Lehrbuch haben, wo sie dann einfach nachschlagen, bedarfsweise. Die zwei Sachen, die ich euch jetzt zeige, sind von meiner Uni. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele, die an meiner Uni sind, meine Videos gucken. Deshalb bringt es vielleicht trotzdem was für alle anderen. Trotzdem der allgemeine Tipp: Praktikumsklausur bedeutet, es bezieht sich aufs Praktikum. Und das ist eigentlich sehr, sehr
ja, wie soll ich sagen, selbsterklärend. Ich habe es aber bei der ersten Klausur nicht so berücksichtigt, habe eher versucht, die Vorlesungen nochmal nachzubereiten oder so, oder mir das allgemeine Verständnis anzueignen, und habe sehr wenig nochmal das Praktikum angeguckt, was blöd ist. Also das hier ist das Praktikumskript, was wir gehabt haben. Ich habe mir das schon natürlich nochmal durchgelesen vor der ersten Klausur, so ist es nicht. Was aber schon sehr praktisch ist, ist, dass wir auch Fragen mit drin hatten. Also wir hatten Fragen zu jedem Thema eigentlich, und es lohnt sich schon, die nochmal anzugucken. Die werden jetzt eigentlich nicht so nochmal gestellt in der Klausur. Also ich zumindest habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Fragen Klausurfragen sind und man die uns vorher gibt, damit wir die halt auswendig lernen können. Es geht mehr darum, dass wenn man sich halt das erarbeitet und die Antworten auf die Fragen versteht, dass man dann einfach wirklich ein sehr gutes Fundament an Verständnis hat für die Überthemen. Und da lohnt es sich wirklich, das Ganze im Praktikum nochmal nachzulesen, auch genau zu überlegen, wie habe ich den Versuch gemacht, was habe ich dafür verwendet und was waren die Ergebnisse vom Versuch. Dieses Praktikum macht man ja nicht ohne Grund. Dann ein Skript, was nicht mehr rausgegeben wird bei uns an der Uni. Ich habe es ein wenig verwendet, wirklich nur ein wenig. Das ist so ein richtig fetter Schmöker, und der wird, wie gesagt, nicht mehr rausgegeben bei uns an der Uni, weil das natürlich auch immer jemand Korrektur lesen muss. Das muss immer wieder überarbeitet werden. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Sie haben das bei uns, wie gesagt, eingestellt. Ich habe das von einer Kommilitonin abgekauft und habe es als Nachschlagewerk verwendet für Sachen, die, wo ich online keine befriedigende Antwort gefunden habe. Zum Beispiel Thema elektromechanische Kopplung, sich das nochmal durchzulesen, wie dieser Komplex funktioniert, glatte Muskulatur. Das sind so Signalkaskaden gewesen, die ein bisschen Richtung Biochemie gingen. Und da fand ich, waren in diesem Ding hier eigentlich ganz gute Abbildungen drinnen. Die waren aber auch in der Vorlesung. Das wäre es vom Material her gewesen, wie ich mich jetzt konkret vorbereitet habe. Also zuerst einmal, kleiner Tipp am Rande, Normwerte muss man immer auswendig können, zumindest für die Praktikumsklausur bei uns. Und hier habe ich mir auf so ganz kleine, also ich habe Karteikarten zerschnitten und habe dann da überall praktisch drauf geschrieben, Sauerstoffverbrauch, CO2-Abgabe, Normwert bei Mischkost, dann der mittlere korpuskuläre Hämoglobingehalt, Totraumvolumen. Die Normwerte waren bei uns praktischerweise auf den letzten Seiten im Praktikumsskript abgedruckt. Das heißt, die habe ich einfach nur abgeschrieben, und dann kann man die ganz, ganz gut so auswendig lernen. Kommen wir zur Formelsammlung. Das war in meinen Augen key to success in dieser Klausur. Einfach weil die Klausur bei uns sehr, sehr rechenlastig war, und der Rest war dann eben einfach Verständnissachen. Wo ich aber auch ganz klar sagen muss, da waren auch einige Fragen dabei, wo ich mir wirklich nicht sicher war. Ich habe beim zweiten Versuch hatte ich 32 von 40 Punkten, und man muss 24 haben, um zu bestehen. Und beim ersten Versuch hatte ich eben leider 23. Also diesmal war ich schon deutlich safer. Ja, im Endeffekt sind das stinknormale Formeln, die kannte ich auch. Die haben wir auch in den Vorlesungen und im Praktikum durchaus mal besprochen. Aber ich habe für die erste Klausur nicht gedacht, dass es so wichtig ist, dass ich so viel rechne und so viel übe vorher. Und das habe ich halt falsch eingeschätzt. Genau. Also ich habe die nach Überthemen geordnet. Herz, Blut, Atmung, Niere, Energieumsatz und Kreislauf. Und die werde ich einfach einscannen und einen Link in die Infobox packen. Weil wie gesagt, das ist allgemeines Wissen. Das ist nichts Unispezifisches. Unispezifische Sachen stelle ich nicht online, weil da mache ich mich rechtlich angreifbar. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass das hier auf jeden Fall gut helfen kann. Und was ich sonst gemacht habe, ist, dass ich eine ganz, ganz, ganz kurze Zusammenfassung gemacht habe von den Sachen, die ich für relevant gehalten habe. Das ist wirklich das Mindeste vom Mindesten. Ich habe dafür als Grundlage genommen meine Praktikumsanleitung und die Endspurtskripte. Und ich habe dann praktisch zu Blut habe ich so eine Großübersicht gemacht. Blutgruppen, Antigene, was es ist, Hämostase, dann die verschiedenen Zeiten, die wir im Praktikum getestet haben, also Quickwert, aktive, aktivierte partielle Thromboplastinzeit, Gerinnungshemmer. Der Punkt ist bloß der, es wird niemandem helfen, wenn ich das veröffentliche, weil das ist eben was, wo halt, also ich meine, das war jetzt auch tatsächlich nicht das, was in der Klausur direkt gefragt wurde. Das war einfach so für mich,
zur Wiederholung gedacht. Deshalb glaube ich wirklich, dass ihr besser fahrt, wenn ihr guckt, was bei euch an der Uni gefragt wurde. Und an alle Leute, die von meiner Uni das gucken, ist es wirklich einfach Praktikumskript nochmal erarbeitet und ein bisschen ergänzt mit dem Endspurtskript. Also ich habe da nichts Wildes gemacht. Und was auch ganz praktisch ist, ich habe bei der Formelsammlung habe ich praktisch links reingeschrieben, was berechne ich, also was ist gesucht. Dann habe ich reingeschrieben den Normwert und, wenn es das gab, den Maximalwert. Weil manchmal gab es auch Fragen, die sich darauf bezogen haben, dass man Extremwerte kennt. Und deshalb habe ich mir die dazu geschrieben, weil die standen meistens nicht bei den Normwerten dabei. Ich habe das halt wirklich versucht, auch während dem Phantomkurs schon so ein bisschen zu wiederholen. Und das war richtig, richtig gut. Ich hatte auch überhaupt keinen Stress vor der Physiologie-Klausur, weil ich halt einfach mich mit einer Freundin immer zusammengesetzt habe. Die musste auch Physiologie wiederholen, auch wegen einem Punkt. Und wir haben das dann zusammen uns immer wieder erarbeitet, haben geguckt, okay, was haben wir da gemacht? Warum haben wir das gemacht? Wie rechnet man diese Rechnung? Und ja, das war wirklich super, super gut. Also es war tatsächlich beim zweiten Mal nicht so schwer. Ich frage mich wirklich, warum es mir beim ersten Mal so extrem schwer gefallen ist. Ich glaube aber, dass es auch daran lag, dass man wusste, dass durch Physiologie eigentlich fast alle im ersten Versuch durchfallen. Und ja, dass es dann wegen einem Punkt nicht geklappt hat, war mega ärgerlich. Aber ich wusste ja dann auch, welche Fragen bei uns in der Klausur gestellt wurden. Dann habe ich versucht, die nochmal nachzuvollziehen und zu gucken, wo war überhaupt mein Fehler. Und das hat auf jeden Fall auch sehr geholfen. Ich hoffe, dieses Video hat dir was gebracht. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Kanal abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Und ich werde dir hier an der Seite mal zwei Videos verlinken, die dich vielleicht interessieren könnten. Und dann sehen wir uns ganz hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!